Was haben wir denn da so drin? Da kommen schmutzige Kleidungsstücke und geheime Naschvorräte hinein. Haben wir sowas? Die kann ich beim besten Willen nicht mit mir herumschleppen. Manu, so, Schrank. Ansehen. Auf der Rückseite gab es einst einen geheimen Durchgang in ein fernes Königreich. Ich habe ihn versiegelt, nachdem ich den Eispalast in Brand gesteckt hatte. Vollkommen unbeabsichtigt natürlich. Hätten nichts anderes von dir erwartet, Edna. Und? Nein. Nicht. Hallo? Boogeyman? Seltsam. Er kommt immer nur nachts. Immer nur nachts. Immer nur nachts. Auf der Rückseite gab es einst einen geheimen... Kenn ich schon. Aber jetzt sehe ich nichts mehr. Hallo? Schrank, Elefant. Elefant. Das ist Apokalypsur, mein zweitliebstes Stofftier nach Harvey. Leider ist er stumm. Dafür beherrscht er die Gebärdensprache. Und er kann den Morsecode rülpsen. Jo! Mitnehmen. Apokalypsur bleibt heute im Regal. Er muss seinem Mutterschiff telepathisch Bericht erstatten. Ach so, das ist verständlich, ja. Und schauen raus. So viele... Kenn ich schon. Aufmachen. Das ist bereits meins. Aufmachen. Und Harvey. Und raus da. Da ist der fette Alfred. Haben wir noch was? Nee, Alfred und Fenster. Und ein Specht. So, jetzt müssen wir mit Edna darüber reden. Hey Edna, warum machst du es nicht wie der Specht? Was meinst du? Soll ich an die Tür hämmern, um Alfreds Aufmerksamkeit zu erlangen? Oh, eigentlich dachte ich, du könntest den Kopf gegen die Wand schlagen. Aber dein Plan hat auch was. Ist Alfred nicht ein Oberkotzklumpen? Diese Gesichtsschleimhautreizung ist jetzt endgültig unten durch. Benutzen. Ja, bitte? Alfred, bist du noch da draußen? Edna hat Hausarrest! Edna hat Hausarrest! Lass das, okay? Alfred? Edna! An manchen Tagen fühlte ich... Dieser Tag gehörte... Nochmal. An manchen Tagen fühlte ich mich, als könnte ich die Welt aus den Angeln heben. Dieser Tag gehörte nicht dazu. Schade. Alfred... Edna hat... Badadam. Ja, bitte? Alfred, bist du noch da draußen? Edna hat Hausarrest! Edna hat Hausarrest! Lass das, okay? Edna, wir reden über Edna. Und das Tagebuch. Und da ist Edna. Und da habe ich das Tagebuch. Willst du nicht weiter im Tagebuch lesen? Später. Mein Vater ist jetzt wichtiger. Schade, dann mach mal die Tür. Wir müssen durch diese Tür, Edna. Ach was, echt? Tür. Wie geht's dir, Eddie Baby? Mir würde es besser gehen, wenn du mich nicht so nennst. Also wirklich, Harvey, benimm dich doch mal. Obwohl, wir schicken Harvey nochmal raus. Und gucken nach. Haben wir nur Alfred und Fenster. Und den Specht. Das probieren wir jetzt nochmal, weil die sagt ja irgendwas und dann... Hey Edna, warum machst du es nicht wie der Specht? Was meinst du? Soll ich an die Tür hämmern, um Alfreds Aufmerksamkeit zu erlangen? Oh, eigentlich dachte ich, du könntest den Kopf gegen die Wand schlagen. Aber dein Plan hat auch was. Nehmen Harvey. Harvey ist schon ein guter. Lass das, okay? Was? Wie geht's, Harvey? Prima! Ja, bitte? Na, nochmal? Das klappt so nicht. Nochmal? Lass das, okay? Ja, bitte? Wie geht's, Harvey? Prima! Lass das, okay? Hä?
Komm mit, Harvey. Ah. Lass das so. Hey, wo ist sie hin? Ist sie etwa aus dem Fenster geklettert? Hey! Und Tür zu! Sehr gut. Am besten teilen wir uns auf, um Mathis zu finden. Ich suche im Obergeschoss. Du suchst unten. Und wenn ich ihn gefunden habe? Dann holst du mich natürlich. Klar. Du, Edna. Ja, Harvey? Was ist, wenn Mathis doch ein wahnsinniger Mörder ist? Sei nicht albern, Harvey. Mathis kann keiner Fliege was zuleide tun. War ja auch nur eine Frage. Ich wollte es Edna gegenüber nicht zugeben, aber ich habe ein wenig Angst. Ja, ich auch. Haustür. Da komme ich wohl nicht lang. Dann muss ich da lang. Aber ich habe irgendwie noch mehr Angst, dass Edna da irgendwas mit zu tun hat. Nehmen wir das Gemälde mit. Terra. Da müssen wir den wohl so suchen gehen. Was? Ah! Edna! Was gibt es denn, Harvey? Es ist Mathis. Er kocht eine Suppe aus Kindern. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich meine es so, wie ich es gesagt habe. Mathis ist doch der Mörder. Komm mit. Aber... Hä? Was ist los? Ich verstehe kein Wort. Aber er war hier. Er stand am Herd und... Hat Kinder gekocht? Merkst du nicht selbst, wie absurd das klingt? Ich muss mich irgendwie wohl geirrt haben. Such einfach weiter. Was geht hier vor? Also, jetzt langsam machen sie mich total bekloppt, ihr Mann. Was ist bloß los mit mir? Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Und doch kann ich es nicht gesehen haben. Hintertür. Die ist wie immer zu. Dann Kellertür. Edna! Was jetzt? Diesmal bin ich mir sicher. Mathis verheizt Kinder im Ofen. Nein, tut er nicht, Harvey. Komm mit, ich beweise es dir. Ich verstehe es nicht. Das ist doch... Ich verstehe gar nichts mehr. Geht es dir nicht gut, Harv? Langsam bist du derjenige, der mir Angst macht. Wie kann ich mich denn so irren? Verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Eben gerade war Mathis doch noch hier. Dann da. Hebst du mich kurz hoch? Na klar. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich weiß es doch nicht. Es war wieder Mathis. Na komm schon. Wir gucken uns das gemeinsam an. Siehst du, hier ist nichts. Ich denke, wir blasen die ganze Sache lieber ab. Es war ein anstrengender Tag. Ich kann mich morgen immer noch erinnern. Und dir scheint das Tempomorphen nicht gut zu bekommen. Nein, es geht schon wieder. Starten wir noch einen Versuch. Okay. Ich habe irgendwie Angst. Das ist nicht schön. Edna, hilf mir! Ich fantasiere! Was hast du diesmal gesehen? Ich sah Mathis. Und den Leibhaftigen. Und sie... Warte mal gerade. Sind das Stimmen? Da ist ja tatsächlich wer auf der Veranda. Bleib du hier. Ich sehe mir die Sache an.
Ich finde, die beiden sind ein hübsches Paar. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie eine gemeinsame Zukunft haben. Ihre Tochter und mein Sohn. Ha! Da müsste man ihr erst einmal ihre Aufsässigkeit abtrainieren. Edna ist respektlos und widerspenstig. Aber sind Sie nicht dabei, einen Durchbruch auf dem Bereich der... Wie nennen Sie es gleich? Charakterkorrektur. Das ist genau das, was Ihrer Tochter fehlt. Dann sehe ich vielleicht doch noch einen Weg, wie... Entschuldigen Sie mich einen Augenblick? Wo willst du hin? Was soll das, Edna? Du weißt genau, dass du auf deinem Zimmer bleiben sollst. Ja schon, aber... Nichts aber. Der Doktor hat ganz recht. Du bräuchtest dringend so eine Charakterkorrektur. Bitte nicht, Papa. Ich will keine. Wir reden später. Jetzt gehst du erst einmal zurück auf dein Zimmer. Ich bin ganz schön sauer, junges Fräulein. Ach ja. Und sei auch netter zu Alfred, verstanden? Nein. Netter zu Alfred? Ha, dass ich nicht lache. Sei ruhig, Harvey. Immerhin bist du schuld daran. Was sollten überhaupt diese ganzen Lügengeschichten? Ich habe darüber nachgedacht. Und eigentlich ist die Sache ganz simpel. Ich kann gar nichts dafür. Ich bin immerhin nur eine Projektion deiner Fantasie, schon vergessen. Was wunderst du dich, wenn ich hier und da ein wenig ungenau bin? Gerade wenn es um Beobachtungen geht, bei denen du gar nicht dabei warst. Ungenau ist etwas anderes als vollkommen absurd ausgedacht. Bist du mir jetzt böse? Ach, Harvey. Dir kann man doch gar nicht böse sein. Ach ja. Na warte! Er soll mich loslassen! Alfred, was tust du? Gib mir Harvey zurück! Das hättest du wohl gern. Bitte, Alfred, es tut mir leid. Ich hab mir vorgenommen, in Zukunft netter zu dir zu sein. Tu nicht so. Es tut dir kein bisschen leid, du Monster. Du bist total wahnsinnig. Nicht nur, dass du versuchst, mich mit Eidechsen umzubringen. Du sprichst auch noch mit diesem Stoffhasen. Da staunst du, was? Ich habe in deinem Tagebuch gelesen. Harvey hier, Harvey da. Und Alfred ist immer die dumme Kröte, nicht wahr? Aber das wird aufhören. Ich sage alles, Papa! Und dann werden sie dir den blöden Hasen wegnehmen. Vielleicht sperren sie dich dann auch in Papas Anstalt zu den anderen Irren. Da gehörst du nämlich hin. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Nicht, Alfred! Bitte! Hilf mir, Edna! Er tut mir weh! Was soll ich denn bloß tun? Nein. Schubs ihn! Was? Schubs ihn einfach! Schubs ihn die Treppe runter! Das dachte ich mir schon, aber das wollte ich nicht haben. Das ist nicht schön, nicht gut, böse. Ich habe gerade eine Gänsehaut. Oh nein, jetzt erinnere ich mich an alles. Ich habe Alfred getötet. Es geschah im Affekt. Ich konnte doch nicht zulassen, dass er mir Harvey wegnimmt. Ja, du bist es gewesen. Du hast meinen Sohn getötet. Dein Vater hat die Schuld auf sich genommen, um dich zu schützen. Ich musste ihm versprechen, mich um dich zu kümmern. Aber ich sah nur einen Weg, um dies zu tun. Ich wollte dich wie ein weißes Blatt Papier neu erschaffen. All deine Verrücktheiten tilgen. Ich stand oft kurz davor. Aber jedes Mal fandest du einen Weg zurück in deine Erinnerung. Jetzt endlich weiß ich, wie ich vorgehen muss. Dein Stofftier Harvey. Er ist der Anker, der dich an deine Vergangenheit kettet. Wenn du ihn zerstörst, dann kannst du endlich wieder ohne Schuld und in Frieden leben. Hör nicht auf ihn! Er wird alles zerstören, was dich ausmacht. All deine Kreativität, all dein Spaß. Sieh doch, er steht genau an der Stelle, an der sein Sohn damals stand. Nur ein kleiner Schubs und die sind endlich frei. Er ist der Einzige, der von unserer Schuld weiß. Oh
nein. Was soll ich denn bloß tun? Nein. Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Ich muss jetzt speichern. Also ich würde vorschlagen, wenn das Ganze tatsächlich auf zwei verschiedene Enden hinausläuft, dass wir dann noch beide machen. Aber wir fangen jetzt mal damit an. Nee, oder? War's das? Ist das das Ende jetzt? Edna ging zurück in die Anstalt und bekam eine Charakterkorrektur. Ihr neuer Name ist Alfredine oder Alfredine. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist Abwaschen und Aktensortieren. Dr. Marcel gab seine Karriere auf, kaufte sich ein Hausboot und holte auf seine alten Tage noch olympisches Gold im Profiangeln. Hoti ging nicht zurück in die Anstalt, er begann eine Karriere als Bankräuber. Nachdem er einen Bankangestellten erschoss, stellte er sich den Behörden. Alu wurde schließlich vom Blitz getroffen und verwandelte sich in ein Lichtwesen. Wow, cool. Der Spieler sollte hingegen niemals herausfinden, was ihn da getroffen hatte. Was? Ende. Tolles Ende. Nein, wir müssen jetzt noch gucken, was passiert, wenn wir ihn die Treppe runterschubsen. Das möchte ich nämlich eigentlich auch noch sehen. Was ist das? Ah, Idee, Buch und Regie von Jan Müller Michaelis. Story Design Jan Michaelis, René und Erkan. Additional Story Design von Finn, Anne, Daniela, Felix und Olaf. Programming von Olaf, Felix und Jan Müller Michaelis. Additional Programming Stefan, Andreas, Philipp, Lasse und Kathleen oder Kathleen. Kathleen und Jan Müller Michaelis hat sowohl den Background, die Charakter und noch irgendwas designt, der übrigens auch Poki heißt. Gunnar und Nils haben irgendwas anderes gemacht. Musik von Finn und Edna Song written by Olgierd Supra oder so. Additional Sound von Sebastian, Sound von Nils, Franziska und René, Sprachaufnahmen von, keine Ahnung, Miss Out Limucci. In den Hauptrollen Aliane Diehl als Edna und Alexander Grimm als Harvey. Thomas Fitschen als Dr. Marcel, Timo Riegelsberg als Mattis und noch jemand. Detlef Thams als Holgor, Janis Zaurinis als Stiesel. Sönke, Olgierd und Mike haben den Wächter, den Neuen und Dr. Marcel gesprochen. Nein, Quatsch, irgendwie anders, wie auch immer. Jessica, die Therapeutin, Sönke, den Aluman, Martin, den Schlüsselmeister. Timo, Hoti und Jens, Moti. Marco, den Bienenmann, Lars, den Barmann und Alexander, den König Adrian. Lars hat den Professor Nock geredet, Timo, den Peter und Eva, die Petra. Jens hat den Herrn Mantel gesprochen, Klaas, Juppi und Jupsen und so weiter. Mike hat Troggelbecher gesprochen. Christian hat den Pastor gesprochen und Detlef hat den Herrn Hornbusch gesprochen. Detlef hat ebenfalls den Oscar gesprochen, Marco Putzi und Carsten hat Bobo the Brain gesprochen. Stimmen der Leoparden im Geheim-Leoparden-Modus Marco Hüllen und Ednas Metal-Produktmanager Olgier Zypra und Polynix Maragli. Public Relations Klaas Paletta und René Bernhard. Marketing von Carsten Fichtelmann, Olgier Zypra und Dominik Meyer. Marketingassistent Dennis Vaz Alves und Art Director Jennifer Unruh. Und getestet haben das Matthias, Ulrika, Jennifer, Dominik und Olgiert. Testing von Polynik, Sebastian, Markus und Klaas. Special Thanks to Christina Lange. Gunther Rehfeld. Marco, Brigitte, Jens, Florian, Jan, Adrian und Maximilian. Und Dieter Dedecke. Special Edition von Matthias, Dominik und Uwe. Verbessert und Kommentator Jan Müller Michaelis, Steffen Boos hat noch was gemacht und Eduard und Daniel haben programmiert und geskriptet. Den Installer, Hintergrundgrafiken von Tobias, zusätzliche Grafiken von Gunnar, Jan Müller Michaelis und noch anderen. Vielen Dank auch an Alexander Grimm und Wolf Weidner. Auch vielen Dank von mir für dieses super Spiel.
Edna bricht aus, wir haben es tatsächlich geschafft durchzuspielen. Doch, jetzt gucken wir uns noch das andere Ende an. Indem wir jetzt auf Harvey hören und Dr. Marcel die Treppe runterschubsen. Mit dem Poloschläger. Okay. Mal sehen, was jetzt mit unseren Charakteren passiert ist. Edna ging nicht zurück in die Anstalt. Die Polizei fahndete wochenlang vergeblich nach dem verwirrten Mädchen. Die Suche wurde abgebrochen, als man schließlich die Überreste eines blauen Stoffhasen im Ozean fand. Ach du meine Güte. Der Schlüsselmeister wurde ebenfalls nie gefunden. Der ist ja auch tot. Also, in der Kirche tot. Oder nicht? Nummer 3 übrigens, den wir ermordet haben. Moti ging alleine zurück in die Anstalt. Nach 2 Wochen ohne Hoti wurde er für geistig gesund erklärt und entlassen. Überglücklich nahm er einen Job als Bankangestellter an. An seinem 2. Arbeitstag wurde er bei einem Überfall erschossen. Wir erinnern uns, Hoti wurde Bankräuber. Blase musste auf dem Rückweg zur Anstalt noch einmal austreten. Auf der Tankstellentoilette traf er die Liebe seines Lebens und brannte mit ihr durch. Ach ja, Blase, das gönne ich dir. Du hast so viel durchgemacht. Der Spieler sollte hingegen niemals herausfinden, was ihn da getroffen hatte. Obwohl ich auch diesen Satz immer noch nicht verstehe. Ende. Gut, liebe Freunde, dann war's das auch mit Edna bricht aus, das Let's Play. Wir haben uns hier mit viel Mühe durchgekämpft. Wir mussten leider dreimal in den Lösungen nachschauen. Die Credits tun wir uns jetzt nicht noch einmal an, das haben wir schon einmal getan. Und deswegen verabschiede ich mich hier noch einmal mit diesem Song. Bis zum nächsten Mal mit einem Dedelic Adventure.